Die Grafik hierunter stellt die Bewegung eines Autos gegenüber der Erde dar, das vom Ort A startet, um den Ort B zu erreichen. Wir sehen, dass die horizontale Achse die Zeitachse ist, Zeiten t, die in Stunden ausgedrückt sind. Die vertikale Achse ist die Distanzenachse, Distanzen d, die in Kilometer ausgedrückt sind. Klein a, wie groß ist der Abstand zwischen den zwei Orten A und B? Klein b, nach wie viel Zeit befindet sich das Auto 175 Kilometer vom Ort A entfernt? Klein c, was schließt du aus der Strecke 2 der Grafik? Und klein d, für welche Strecke ist die Geschwindigkeit am größten? 1, 2 oder 3? Beginnen wir mit klein a. Wie groß ist der Abstand zwischen den zwei Orten A und B? Der Startpunkt ist da, der Endpunkt ist da und die Ordinaten von Startpunkt und Endpunkt sind 0 und 200. Also befindet der Ort B sich 200 Kilometer vom Ort A entfernt. Endantwort auf Frage klein a. Der Abstand zwischen A und B beträgt 200 Kilometer. Klein b. Nach wie viel Zeit befindet sich das Auto 175 Kilometer vom Ort A entfernt? 175 Kilometer, das ist hier. Von diesem Punkt aus ziehen wir die Horizontale bis zum Schnittpunkt mit der Grafik. Und von diesem Schnittpunkt aus ziehen wir die Vertikale bis zur Zeitachse hin. Und da lesen wir 6 Stunden. Also nach 6 Stunden hat das Auto 175 Kilometer zurückgelegt. Also die Endantwort auf Frage klein b ist 6 Stunden. Also so. Klein c. Was schließt du aus der Strecke 2 dieser Grafik? In dieser Strecke sind 2 Stunden vergangen, aber es wurde keine Distanz zurückgelegt, denn die Distanz bleibt hier konstant. Diese Strecke 2 ist ja horizontal. Die Endantwort auf klein c lautet also 2 Stunden Stillstand. Jetzt klein d. Für welche Strecke ist die Geschwindigkeit am größten? 1, 2 oder 3? Schauen wir für die Strecke 1. Wir wissen, die Geschwindigkeit finden wir durch vertikale Zahl geteilt durch horizontale Zahl. Die Geschwindigkeit V1 beträgt also vertikal 125 Kilometer geteilt durch horizontal 2 Stunden. Die Geschwindigkeit V1 beträgt also 125 halbe Kilometer pro Stunde, das heißt 62,5 Kilometer pro Stunde. Die Geschwindigkeit V2 beträgt 0, denn während dieser 2 Stunden ist das Auto ja in Ruhelage. Also Geschwindigkeit V2 beträgt 0 Kilometer pro Stunde. Die Geschwindigkeit V3 lesen wir wieder ab durch vertikale Zahl geteilt durch horizontale Zahl. Also hier 75 Kilometer geteilt durch 3 Stunden. Die Geschwindigkeit V3 beträgt also 75 Drittel
Kilometer pro Stunde, das heißt 25 Kilometer pro Stunde. Und so erkennen wir schnell, dass die Geschwindigkeit V1 streng größer ist als die Geschwindigkeit V3 und die Geschwindigkeit V3 ist streng größer als die Geschwindigkeit V2. Und demzufolge ist V1 die größte dieser drei Geschwindigkeiten. Die Endantwort auf Frage D lautet also V1.